Knicksenk, Spreizfüße, Hallux Valgus und Co. Die Liste der Fußfehlstellungen ist lang. Du hast es in der Hand, deine Füße und die deiner Patienten nachhaltig wieder auf Vordermann zu bringen. Der Schlüssel liegt im anatomisch sinnvollen Gebrauch. Füße in guten Händen, Spiraldynamik, 3D-Fußtherapie. Je früher du damit beginnst, desto präventiver ist dein Nutzen. Den Fuß in seinen ursprünglichen Funktionen zu verstehen, eröffnet neue Perspektiven. Was ist der häufigste primäre Fehler, der am Anfang des erworbenen Hallux Valgus steht? Solchen Fragen gehen wir in diesem Online-Workshop auf den Grund. Spiraldynamikkurse bieten Therapeuten und Ärzten einen doppelten Nutzen. Du lernst die globalen Zusammenhänge menschlicher Bewegung verstehen, sodass du dein therapeutisches Handeln davon ableiten kannst, um deinen Patienten Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten. Und das Beste, alles, was du lernst, kannst du auch für dich persönlich gewinnbringend umsetzen. Der Inhalt: Interessantes zur Entwicklung des Fußes. Ursprünglich waren Füße Greifinstrumente. Diese Greiffunktion steckt immer noch in unseren Füßen. Diese wiederzufinden, ist ein neues Lebensgefühl. Ein Blick auf häufige Fehler in Training und Alltag. Anatomieverständnis als Grundlage der Bewegungs- und Haltungsanalyse. Wie geht es richtig? Das Geheimnis koordinierter Füße entschlüsseln. Das Spiraldynamikkonzept lässt sich eindrücklich am Beispiel des Fußes erklären. Das Kernstück des Kurses? Hallux Valgus. Ursachen verstehen und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zu einer erfolgreichen Korrektur. Du erfährst, welche Veränderungen realistisch sind und wo die Grenzen der aktiven Fußtherapie liegen. Best Practice, 3D-Fußtherapie. Die Wahrnehmung schulen, Gelenke mobilisieren, Muskulatur kräftigen. Ich möchte dir die Dimensionen eines funktionellen Fußtrainings näher bringen, dich spüren lassen, wie sich anatomisch sinnvolle Fußübungen anfühlen. Online, die Methode der Zeit, bequem zu Hause sich weiterbilden. Wir bieten Erfahrung und Professionalität. Das Seminar findet via Zoom statt, wird aufgezeichnet und du hast es danach noch 30 Tage zum Nachschauen zur Verfügung. Ich freue mich, wenn du mit der Spiraldynamik das Thema Füße neu entdecken kannst. Und ich begleite dich gerne auf diesem Weg.